Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein Video offene Worte. Ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht und ich möchte mich zu ein paar Themen äußern und das alles so Stück für Stück. Ich werde unter dem Video, also nicht in der Beschreibung, sondern im Video unten einblenden, wo ich gerade thematisch bin, damit ihr dann auch ein bisschen den Überblick habt. Im Grunde genommen sind das gar nicht so viele Themen, aber es gibt auf jeden Fall einiges zu erzählen. Zum Ersten möchte ich zurückkommen auf das Video und die Reaktion zum Einbruch Diebstahl. Es ist so, dass ich kein Fan von Clickbaiting bin und normal sowas gar nicht irgendwie filmen wollte, wurde dann aber privat dazu ermutigt, hey Lars, teil das mit den Leuten, das gehört auch zu dir. Und die haben vollkommen recht und das ist ja auch meine Richtung, meine Sachen hier authentisch zu machen. Ich verbieg mich nicht, ich mache das immer frei Schnauze und ihr kennt mich ja auch. Ich habe hier gerade kein Skript, nachdem ich jetzt irgendwie was abarbeite. Das habe ich schon ein paar Mal machen müssen, aber da ging es dann um Infos, um Daten, die muss ich jetzt nicht unbedingt im Kopf behalten. Stichwort Herwig Pommeresche. Ja, aber jetzt soll es um den Einbruch Diebstahl gehen und erstmal vielen lieben Dank für all diese Nachrichten. Das ist unglaublich. Hier nebenan ist die Bahn, die machen irgendwelche Tests gerade mit Mikrofonen. Das wird wahrscheinlich ein paar Mal auftauchen jetzt im Video. Ich versuche mich mal nicht ablenken zu lassen, auch wenn es schon zu spät ist. Also zum Thema Einbruch Diebstahl. Ich habe dieses Video gedreht und natürlich nicht nachgedacht, was für Folgen das haben könnte, was ich da jetzt sage. In Form von irgendwelchen Absichten oder ich hatte nicht irgendwie vor, einen Spendenaufruf zu machen oder um irgendwas zu erbitten oder ähnliches. Da standen überhaupt keine Beweggründe in dieser Richtung dahinter. Dennoch gibt es ja super viele Nachrichten, die mich erreicht haben, über 100 unter dem Video selber. Ich habe auch im Community-Tab meines Kanals hinten mich schon ein bisschen zu geäußert. Ich selber habe nach wie vor die Grippe bzw. Erkältungszustand zum Ende, Mittelohrentzündung, alles bin ich losgeworden, aber der Reizhusten ist noch da. Der quält mich auch heute. Ich habe heute zwei Videos gedreht. Also das letzte ist heute am gleichen Tag entstanden. Jetzt kommt gleich ein Zug. Ich ziehe es weiter durch. Ja, es ist so, dass ich, wie auch im letzten Video gesagt, na, ich warte jetzt doch. Für euch wahrscheinlich nicht so laut, aber für mich ist das sehr laut, dann dagegen anzureden. Und das stört dann auch in der Aufnahme, weil es dann zu schranzig wird und zu laut. Also, ich wollte im Dezember dazu schon ein Video drehen, was hier hinter den Kulissen passiert. Das hatte ich auch eigentlich angekündigt, habe ich nachher nicht mehr gemacht. Das heißt, das mit dem Einbruch liegt schon Monate zurück. Das müsste auch irgendwo Juli, August oder so gewesen sein, letztes Jahr. Dennoch, das war nicht das Einzige. Es sind verschiedene Situationen gewesen, wo ich dann gemerkt habe, es war jemand in meinem Garten. Und es haben Sachen gefehlt. Ich habe früher super viel lackiert und so. Mittlerweile bin ich da ein bisschen ab von, weil das ja alles auch nicht so toll ist und suchte Alternativen. Aber dennoch hatte ich hier jede Menge Spraydosen, anderes Werkzeug. Ich habe ja auch ein paar Mal aufgeräumt, ja. Und bei mir sieht es immer wieder wüst aus, weil da echt eine Sau gewütet hat. Also da ist jemand durchgegangen, hat sich genommen, worauf er Bock hatte und hat sich dann verpieselt. Und auch noch ein paar Sachen kaputt gemacht. Ach, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr aus dem Kopf. Ja, wie gesagt, Diebstahl. Also es sind verschiedene Vorkommnisse, mit denen man auch leben muss, wenn man einen Garten hat. Zu dem Video letztes Mal war es so, dass ich am gleichen Tag, nachmittags 16, 17 Uhr oder so schon viel besser drauf war und ich halt nicht mehr, mich das nicht runtergezogen hat. Ich separiere da auch. Ich muss sagen, dass ich kein Groll und keinen Wut gegenüber den Einbrechern in der Form habe, dass ich sie jetzt beschimpfen wollen würde oder sie in einen Sack packen und mit einem Knüppel draufhauen. Das ist überhaupt nicht meine Art. Ich habe immer damit gerechnet, dass es Vandalismus geben wird, Diebstahl auch. Lustig ist es trotzdem nicht. Meistens stehe ich da, wie gesagt, drüber. Ich hatte genau in dieser Richtung, wo ich gerade gucke, ein Bikepark-Projekt, was ich 4 Jahre lang betreut habe. Und da gab es auch einen Vorfall, das war ziemlich heftig. Aber beziehungsweise ab einem bestimmten Zeitpunkt ging das los, wenn etwas attraktiv wird. Die Leute haben Bock, da rumzuhängen. Und ja,
Hab dann nach einem richtig fiesen Vandalismus und getane Arbeit, die dann danach dahin war, einen anderen Weg gesucht. Und im ersten Moment ist das natürlich schrecklich, gar keine Frage. Und man muss das auch ausleben, wenn man traurig ist, wenn man down ist. Ja, aber es sollte kein Dauerzustand sein. Somit habe ich mich ziemlich schnell wieder aufgerichtet, auch da drüben. Und habe mich rangemacht, wie ich an der Situation was ändern kann. Und ja, das zeigt uns hier die Schwachstelle auf des Einbruchs, wie man das da besser machen kann. Haben uns aber auch noch ganz andere Sachen überlegt, der Philipp und ich. Er hat ja die Pacht da drüben. Wir teilen uns ein bisschen die Grundstücke mit ein paar Sachen. Wir stehen auf offenen Zaun und brauchen hier keinen Stress, um uns das unnötig schwer zu machen. Wir freuen uns, dass es hier schöne offene Übergänge gibt vom Garten zu Garten. Jetzt wird es gerade wieder frisch. Die Sonne ist verschwunden in der Wolke. Egal, also es ist unterm Strich so, dass ich zu der damaligen Zeit die Täter gefunden habe, mit Fingerspitzengefühl und, ich sag mal, privaten Aufwand, den sicherlich nicht jeder betreiben würde, auch am Wochenende 22, 23 Uhr ins Dunkle rein, sich dann an so einem Platz aufzuhalten und zu gucken, wer denn da Schabernack treibt. Das hatte ich hier auch vor, allerdings ist mir das ein bisschen zu kalt, um die Jahreszeit da in der Richtung was zu machen. Im Sommer sähe das dann anders aus. Habe ich letztes Jahr auch ein paar Mal gemacht. Kein Glück. Und mit Wildkamera habe ich auch gearbeitet. Habe da habe nur begrenzte Zeit diese Wildkamera gehabt. Ich selber kann mir sowas nicht leisten. Mir wurde auch schon angeboten, zurück zu den Kommentaren. Mir wurde über die Kommentare angeboten, dass man irgendwie zusammen für eine Wildkamera sammeln könnte, die ich dann irgendwie kriege. Mir wurden Spenden angeboten, also konkret Geld. Mir wurde Werkzeug angeboten. Also werkzeugmäßig bin ich im Moment gerade vor. Ich habe jetzt nicht im Kopf, was mir fehlen würde. Ich habe mir alles schon wieder besorgt, was ich brauche. Vielleicht eine kleine Schaufel oder so, aber das ergibt sich auch mit der Zeit. Und ist jetzt nicht so das, wo ich jetzt sage, das ist jetzt schwierig zu besorgen und zu beschaffen. Also ich stehe da so weit drüber. Es ist nicht schön, das, was da, wenn dann jemand hier ist, aber mein Gott, mir gehört dieses Stückchen Erde auch nicht. Und genauso wenig, wie es dem Schrebergartenverein gehört, auch wenn wir das alles so sehen wollen, gerne von unserem Blickwinkel und der Ordnung, die wir hier auf diesem Planeten Erde und der Ordnung, der wir auf diesem Planeten Erde nachgehen. Ich denke, uns gehört hier von gar nichts. Denn die Natur hat die Macht über uns und das ist unser größter Schatz. Und im Grunde genommen, wenn dann hier jemand ist und kein Schabernack treibt oder so, dann ist alles cool. Die können sich hier in die Hängematte legen, wenn dann eine hängt oder wie auch immer. Übrigens, diese schöne Schaukel, die hier hinter mir hing, habe ich ja auch mal über Sperrmüll gefunden. Das war so eine schöne Schaukel, die wurde mir auch geklaut. Ich glaube, darüber habe ich auch noch nicht geredet. Das ist so. Das gehört heutzutage dazu. Ich denke, bis zu einem gewissen Grad kann man das schon akzeptieren und damit umgehen. Jetzt werden viele von euch da draußen sagen, nee, das geht gar nicht. Ich für mich werde das weiter so verfolgen und ich habe unterm Strich gemerkt, dass ich einfach so weniger Trauer, weniger Kummer, Leid habe. Da zwitschert gerade ein Vogel durchs Bild. Das ist schön. Ja, zu den Angeboten von euch da draußen. Ich habe dann in einem Beitrag Community-Tab auch geschrieben, schickt mir bitte eine E-Mail, damit ich das irgendwie koordinieren kann. Bin aber, und somit kommen wir jetzt auch ein bisschen zum nächsten Thema, bin aber in meiner Situation mit vom Amt abhängig. Und dadurch ist es mir im Monat nur gestattet, 50 Euro an Spenden anzunehmen. Das muss ich dem Amt dann auch melden. Ich bin da auf jeden Fall ehrlich eingestellt und möchte nichts hinterm Berg halten. Deswegen, wenn mir jemand etwas von euch überweist, 50 Euro, kann ich das vorm Amt vertreten, beziehungsweise die können das vertreten. Wenn es aber darüber hinausgeht, werden sie mir wahrscheinlich 80% plus wegnehmen. Ich weiß nicht, wie da die Regelungen sind. Dann geht es um Freibeträge. Ich arbeite ja auch und verdiene auch was und das wird alles so aufeinander angerechnet. Also ich kann nur 50 Euro Spenden annehmen, deswegen weiß ich überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Das ist ja witzig. Da fällt gerade ein kleiner BMX-Fahrer durchs Bild, den ich auch... Ist er das? Ach, das ist zu weit weg. Manchmal ist das schön, so an alte Zeiten zu denken. Ich habe auch in meiner Krankheitsphase jetzt die Möglichkeit gehabt, ein paar alte Videos zu gucken aus dem Bikepark, wie ich da so mit den Kids zusammen was gemacht habe. Oh, das
so schön, was ich da für Zeiten erleben durfte. Und wenn dann so ein kleiner Big X-Fahrer unterwegs ist und das Wetter genießt und einfach auf seinem Bike rumcruist, dann ist das für mich sehr schön. Tausendmal besser als hinterm Computer zu sitzen, oder? Aber es geht auch beides. Ich bin auch ein sehr ausgeprägter Kopf, was Computer angeht. Hab definitiv den Nerd in mir. Aber ich bin viel lieber in der Natur. Das gibt einem so viel, jedem von uns. Ich schweife ab. Das eigentliche Thema war das mit den Spenden. Ich habe euch das erzählt, wie das ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt ehrlich gesagt mit umgehen soll. Es gibt eine Person, die mir konkret 50 Euro zukommen lassen wollte, überweisen wollte auf mein Konto. Ich denke, das werde ich annehmen. Alles andere würde ich gerne annehmen, aber ich glaube, das ist auch nicht in eurem Sinne, dass es verpufft. Und auf der anderen Seite, jetzt wird es gerade windig, auf der anderen Seite ist es so, dass ich ja diese Angebote auch gekriegt habe unter dem Bild, was sich euch vermittelt hat nach diesem Video Einbruch und Diebstahl. Ich habe mir Werkzeuge und so weiter selbst wieder besorgt. Ist ja auch schon eine Weile her gewesen. Und von daher, also gerade so Werkzeug und solche Sachen, ich wüsste nicht, was mir da gerade fehlt. Mir wurde auch ein Bandschleifer angeboten. Ich habe hier auch keinen Strom. Ich denke irgendwann mal vielleicht für dieses, ich habe ja diesen Akkuschrauber von dieser, ich will jetzt keine Werbung machen. Und davon gibt es dann auch Akkuschleifgeräte und sowas ist vielleicht in Zukunft was für mich. Muss aber gucken und abwägen. Also ich bin super dankbar für all die Angebote, all die tollen Worte, all die Anteilnahme und ja, auch die persönlichen Schicksale, die andere leiden mussten. Ich denke mal, es ist auch nochmal was ganz anderes, wenn es einen Einbruch bei einem Zuhause gibt, wo man schläft, wo man isst, wo man seine Kinder hat, wie auch immer andere Menschen, und das noch so ein Sicherheitsfaktor ist zu Hause, dass auf einmal jemand. Das ist ein total schreckliches Gefühl. Also das habe ich persönlich noch nicht durchgemacht und weiß auch nicht, wie es mir damit ergehen würde. Habe aber anhand der Nachrichten, Kommentare von euch gesehen, wie es euch da draußen teilweise damit erging. Ja, das ist wieder ein Vogel. Eine Meise. Na, ist sie vielleicht sogar im Bild? Nee, sie ist nicht im Bild. Und ja, ich wünsche euch da alles Gute, dass ihr das irgendwann hinter euch lassen könnt und euch sicher fühlt in euren vier Wänden. Ansonsten führt ganz sicher ein Weg darüber der Akzeptanz, dass das zum Leben dazugehört, weil es wird nie irgendwie perfekt laufen und die Dinge kommen sowieso, wie sie wollen. Ja, da komme ich, das ist sogar fast gerade eine Überleitung zum nächsten Thema. Ja. Ich komme jetzt direkt zum nächsten Thema, weil das hat das voll angetriggert. Zum letzten Thema. Es ist so, dass viele von euch das ja verfolgt haben. Und was ich so vorhabe, ich möchte ja nicht nur hier über meinen Schrebergarten ein bisschen was bewegen in der Welt, indem ich Menschen anstecke, inspiriere, auch ihr eigenes Ding zu machen. Nicht unbedingt so, wie ich das mache, aber Hauptsache ein Garten in die Natur. Ein bisschen mehr natürlichen Bezug wieder zu den Dingen bekommen und so weiter und so fort. Und das geht halt über einen Gartenzaun hinaus. Das wissen die meisten bei mir auch schon. Es gibt aber genug, die natürlich nur Garten sehen wollen und das nur wegen des Gartens gucken. Aber ich mache auch sehr viel darüber hinaus und habe, ich sage immer so schön, ein paar Eisen im Feuer. Die Gläser sind immer halb voll. Und ja, jetzt ist das größte Ding, was ich jetzt irgendwie vorhatte, gerade mächtig angekratzt, könnte man sagen. Ich habe ja den Zeitpunkt dieses Videos auch so ausgewählt, dass das hinter dem Zeitpunkt kommt, hinter dem ich das offiziell verkünden werde. Also dieses Video wird nicht vorab irgendwie ausgestrahlt. Jetzt wird es mir ein bisschen kalt gerade. Oh, hoffentlich könnt ihr mich überhaupt gut verstehen. Also es geht um das Thema Stadtgarten, kurz und knapp. Ich bin an den Punkt gekommen, also den entscheidenden Leuten werde ich das noch mitteilen. Ich bin an den Punkt gekommen, der maximalen Frustgrenze, könnte man sagen. Das Fass läuft lang genug über.
Ich bin nicht mehr glücklich mit den Umständen und dem Fundament, unter dem das alles losgehen soll. Eigentlich hat die Pacht jetzt am 1.3. begonnen. Die Zustimmung von Aktivregionen und Fördergelder und so weiter ist jetzt auch alles da. Ich hätte gerne losgelegt. Die Dinge haben sich aber anders entwickelt und für mich sind die Umstände so, dass es für mich nicht mehr realisierbar ist, an diesem Projekt teilzunehmen. Ich war ja die ganze Zeit nicht alleine und ich musste leider letzte Zeit feststellen, dass Dinge, die ich habe schon kommen sehen und die ich auch versucht habe anzugehen. Also ich bin Freund von Problemlösungen, dass es konstruktiv vorangeht, aber ich bin auch der Zug. Ich bin auch Realist und kenne meine persönlichen Grenzen und habe dementsprechend auch immer auch einen klaren Blick auf die Dinge, auch wenn ich optimistisch bin, auch wenn ich ein Kämpfer bin und so weiter und so fort. Aber für mich ist der Punkt erreicht, wo es für mich nicht so umsetzbar ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich möchte gerne meiner Berufung nachgehen und meiner freien Art. Und das sehe ich komplett eingeengt mittlerweile, weswegen ich dem nicht nachgehe. Das ist schade für Husum. Ich hätte ja sehr gerne in dieser Richtung was bewegt. Aber wer mich kennt, und ich habe ja gerade schon erwähnt, ich habe ein paar Eisen im Feuer, der wird wissen, dass ich immer was im Hinterköpfchen habe und neue Ideen, und das wird auch nicht aufhören. In dieser Hinsicht werde ich auch aktiv. Viele Husumer werden jetzt enttäuscht sein. Ich habe auch sehr viele Gespräche geführt und viel in die Wege geleitet. Menschen, die Bock hatten, was mit mir zu machen in dieser Hinsicht. Wenn ihr jetzt zuseht, dann seid euch sicher, wenn es passt, werde ich wieder auf euch zukommen. Wir können weiter was bewegen. Ich habe auch ein paar Menschen um mich herum, die konkret auch sehr aktiv in die Richtung was machen wollen wie ich und auch schon aktiv geworden sind, wie die Jungs zum Beispiel vom Mittelpunkt. Und ich werde mich weiter mit diesen Menschen umgeben oder mich in der Nähe aufhalten, wo ich denke, man schwingt zusammen und man hat das gleiche Fundament, um was zu bewegen. Und ja, auch wenn ich jetzt mich gegen das Projekt entschlossen habe und meine Gründe dafür habe. Ich werde hier nicht alles ausbreiten. Ich bin kein Mensch, der sich gerne streitet. Ich bin harmoniebedürftig und habe auch lange überlegt, was kann ich jetzt konkret sagen. Ich mache es jetzt gerade frei Schnauze. Ich habe kein Interesse an irgendeinem Rosenkrieg. Man war sich zum Schluss sehr uneinig in ein paar Punkten und für mich gab es da keine Lösung mehr. Und ich habe jetzt auch komplett mein Feuer und meinen Antrieb dafür verloren. So ticke ich einfach. Es ist nichts, wo ich gegen anstinke oder so. Man muss sich am Ende immer fragen, wo man selber abbleibt. Und ich würde ein großes Opfer eingehen und sehr viel Lebenszeit verschenken, wenn ich das jetzt trotzdem mache, weil ich da weiteren Ärger auf mich zukommen sehe. Und das ist für mich jetzt der Weggrund, auch Nein zu sagen. Und wir haben alle nur ein Leben. Ich habe lange genug im Leben so leben müssen, dass ich nicht viel vom Leben hatte gefühlt. Also es war für mich lange genug nicht lebenswert. Jetzt seit geraumer Zeit ist es lebenswert. Ich lebe glücklich, egal was mir gerade im Leben passiert. Ihr kennt ja von mir auch Videos aus dem Oktober, wo ich echt mal erschütterte Zeiten hatte. Aber der rote Faden bleibt der gleiche. Mein Leben geht weiter und ich werde glücklich weiterleben. Und es ist auch im Leben mal wichtig, Nein zu sagen zu etwas, auch wenn es was ganz Tolles ist, wenn man nachher selber auf der Strecke bleibt. Und da hat halt jeder seine eigenen Pfeiler und Werte und Dinge, die für einen wichtig sind. Und ich für mich in meinen Abwägungen kann das, was kommt, nicht mehr vertreten und ziehe mich da jetzt raus. Schade für Husum, ich hätte es gerne gemacht. Schade auch für den Träger. Schade für all die tollen Kooperationen, die ich schon angetreten hatte. Und ich habe jetzt auch von dem lieben Nils da, der auch ein Video zum Stadtgarten schon gemacht hatte, ein Wir für Vielfalt und Natur Video war das, genau. Angestoßen von dem Dominik Schreiber. Eine ganz große, tolle Sache. Und der gibt auch nicht auf. Das ist auch ein Kämpfer. Der möchte was verändern. Das freut mich voll. Falls du das Video mal sehen solltest, ich gehöre, glaube ich, nicht so, wie soll man sagen, in deinen Videofokus, würde ich sagen. Ich bin ja, tick da ja ein bisschen anders. Aber im Grunde genommen, im Herzen wollen wir alles das Gleiche. Ich beobachte dich. Falls du es mal sehen solltest, dieses Video, und das jetzt hören solltest, sei lieb gegrüßt. Dich möchte ich auch irgendwann nochmal kontaktieren. Da sei dir gewiss. Ich habe da ein paar Ideen. Und der Nils.
bin wieder abgeschweift. Der Nils, der hat mir Saatgut geschickt für den Stadtgarten. Ganz tollen Mais, Saatgut für Mais. Ich habe das jetzt zu Hause in einer großen Tüte. War alles für den Stadtgarten gedacht und dass ich das über den Stadtgarten verteile. Lieber Nils, wenn du zusiehst, ich würde das gerne unter den Menschen in Husum verteilen, hier in der Schrebergartenkolonie. Ich kenne da ein paar, die Lust auf Mais haben und werde das dann auch hier irgendwie drüber anbieten, dass sich jemand Mais bei mir holen kann. Ja, ich möchte das gerne verteilen und vertreiben. Das liegt ja in deinem Sinne, auch unabhängig vom Stadtgarten. Kannst dich ja dazu mal äußern, mir gegenüber. Muss nicht breitgetreten werden. Ich akzeptiere die Entscheidung. Wenn du sagst, hey, ich habe da bessere Verwendung für, dann schicke ich dir das auch zurück. Das wäre für mich okay. Ich würde das aber viel lieber hier unter den Menschen verteilen, was ja, glaube ich, auch in deinem Sinne wäre. Okay, jetzt hatten wir verschiedene Themen. Ich habe euch immer unten eingeblendet, was war. Ich soll jetzt noch meine Abschlussszene drehen drüben im Gewächshaus. Für den Herbert, so unterteile ich das manchmal. Saß ich gerade hier und habe die Abschlussszene meines Videos für den Gartenrundgang Schritt für Schritt zum Permakulturgarten im März. Habe ich hier gerade gedreht und blieb ich hier und dann zack, dachte ich, drehe ich das nochmal hinterher. Egal. An diesem Punkt möchte ich Schluss machen. Wie gesagt, das mit den Spenden und so, ich habe euch das erzählt, ich habe keine Lösung dafür. Ich könnte eure Sachen annehmen, aber dann verpufft so viel. Ich denke, so gebrauchte Gegenstände annehmen und so wird kein Problem sein, aber die anderen Sachen, so ist das Gesetz, so ist es geregelt und ich kann das leider nicht annehmen. Ich kann 50 Euro monatlich, alles andere wird angerechnet. So sieht meine Welt aus, da versuche ich mich rauszukämpfen. Aber meine Zukunft sieht rosig aus und deswegen mache ich mir da keine Gedanken, dass ich irgendwann nicht mehr vom Amt abhängig sein werde. Da tue ich sehr viel für. Und hinter den Kulissen passiert da auch nach wie vor viel. Hinter den Kulissen kommen gerade Gartenbesucher vorbei mit dem Kinderwagen. Da werde ich jetzt mal hingehen. Und dann gibt es die Abschlussszene bei Herbert fürs andere Video. So, ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und sage dann tschüss, euer Lars. Ich bin raus. Tschüss, tschüss. Und weg.